Hello, was geht? Damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hansa Rostock Karriere, Folge Nummer 40. Ja, es ist schon die 40. Folge, an der wir angekommen sind. Wir haben jetzt direkt wieder ein Knallerduell, nachdem wir gegen Leipzig gewinnen konnten. Steht jetzt der FC Bayern bevor. Ich nutze es jetzt auch mal und gucke in die Tabelle. Ja, wir könnten jetzt auch wieder einen großen Sprung machen, weg vom Relegationsplatz, wenn wir jetzt endlich mal wieder was gewinnen. Bayern ist nur Dritter, aber Wolfsburg scheint hier ein bisschen davon zu marschieren. Leipzig hat auch ordentlich Boden verloren durch die Niederlage gegen uns. So, hier ist auf jeden Fall noch einiges drin. Vielleicht können wir uns auch noch ein bisschen auf Platz 12 oder 13 retten, das wäre deutlich angenehmer. So, jetzt gehen wir rein gegen Bayern. Nehmen die Aufstellung, bei der wir ein bisschen weiter rein, die Außenspieler ein bisschen weiter reinrücken. Und nehmen noch unseren Klatte wieder ins Tor. Ich bringe auch Wural mit rein. Der zeigt ziemlich gute Leistung, wie ich finde. So, dann ist es unsere Top-Aufstellung. Besser geht bei uns gar nicht. Und es sieht auch so von den Werten her mittlerweile echt gut aus. Torwart ist ein Problem. Wural wird sich entwickeln, da bin ich mir sicher. Dann passt es eigentlich, gehen wir so rein gegen Bayern. Bei Bayern rennen halt auch Leute rum. Sergio Ramos, Thielemans, Varane, Hernandez, Goretzka, Kimmich. Ja, das ist ja unglaublich. Wir haben Suarez, was habt ihr? Neuer ist auch noch am Start. Ja, Varane ist halt übel. Varane ist halt ganz übel, muss ich schon sagen. So, auf geht's, Männer. Zeigt was, macht was. Macht bitte was. Oh, fängt ja schon mal gut an. Lautaro Martinez, habe ich gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Ach, belastend. Sehr, sehr belastend. Aber gegen Leipzig lagen wir auch hinten. Kommt schon. Bitte lasst uns nicht hier herbügeln. Da habe ich keinen Ja, abseits habe ich genauso gesehen. Bitte, bitte nicht. Ja, sieht gut aus. Ah, Kutucu. Oh Gott, wir werden mies ausgekontert. Coman. Wichtig. Sehr stark verteidigt. Oh. Ja, auch mal Kurzspiele finde ich gut. Ja. Aber nicht, wenn sowas dabei rauskommt. Außer aufpasse. Solche Ballverluste sind dann unnötig. Ja, schick ihn mal. Komm, Suarez. Ach, schade. Ja, Varane. Wahrscheinlich 95 Tempo mittlerweile. Aber dagegen halt. Kommet. Kommet. Spiel doch den Ball ab. Mann. Muss er früher spielen einfach. Da muss er einfach früher spielen. Ja gut, aber zu weit. Ticken zu weit. Gegen Bayern sehen wir anscheinend nicht so viel Land. Also auch keine Chancen irgendwie. Oh, Klimowitz, Junge. Oh nö, Kimmich, ey, Mann. Das ist so lächerlich, was die machen manchmal, ey. Oh. Fuck mich ab. Ich gehe mal direkt rein in die Wechsel. Klimowitz gefällt mir gar nicht. Oh, ich habe unseren Ding nicht dabei. Egal. Darf. Schmied auf die 10. Ja, mit dem anderen warten wir mal noch ab.
Oh Mann. Ja. Spiel doch dein Drecksball früher, jawohl. Romano Schmid. Auf die Zehen cockt und direkt macht er sein Tor. Und scheint jetzt auch mehr Bock zu haben, was geht. Erste Halbzeit verschlafen, in der zweiten legen wir los oder was? Stark. Vereint haben sie hier den Ball zurückgeholt. Bloß nicht aufhören, Männer. Bloß nicht aufhören. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Ey. Goretzka. Natürlich muss der auch noch ein Tor machen. Ja, für Leipzig reicht's halt, für Bayern halt nicht. Das ist halt so. Kann man nichts machen. Guter Pass. Dann wechseln wir jetzt auch nochmal. Achara darf man wieder ein bisschen Torben rein. Das Herrsch. Wenn du halt zwei von der Bank bringen kannst, dann hast du einiges gewonnen. Kommt noch mal ran, auf geht's. Ein Viertel wäre so mega unnötig, ja. Klatte macht anscheinend das schlechteste Spiel seines Lebens. Vural auch. Geht noch mal was, Kutucu, Oberlin, Entschuldigung. Oberlin, wir verkürzen noch mal, aber da wird wohl nichts mehr gehen. Die sind viel zu ballsicher, dass wir hier noch mal einen Ball kommen. Ja. Aber, ja, was heißt aber, war, nach dem 3-1 war es eigentlich rum. Aber wir haben uns nicht abschlachten lassen, das ist immer gut. So, Spiel gegen Hertha BSC steht an. Ich habe gerade bemerkt, der Abstand da unten wird immer enger. Und der Abstand nach oben wird immer weiter. Oje, oje, oje. Balakari, ich bin letzte Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Hertha BSC nicht auf der Bank sitzen werde. Ich denke drüber nach. Ich habe dir dich zwar gerade eben erst eingewechselt, aber hey. So, monatliches Scouting. Gibt's jetzt was Interessantes? Der hat gesamt bis 54. Nö. Ah, 425.000. Kann man mal da lassen. Den lehnen wir ab. Den hier auch. Ah, Mann, schade. Wohl nichts dabei. Nee. Jun, Yin, O. Lassen wir auf jeden Fall mal noch da. So, was haben wir hier? Ah, sieht auch nicht gut aus. Oh, der hat. Oh. 54 bis 72 hat er schon. Der sieht interessant aus, lassen wir da. Komm, wir holen den auch direkt. Hat schon eine 58, nice. Ist nicht so schlecht. Sollte auf jeden Fall mal linker Flügel trainieren. Dürfte auch nicht so lange dauern. 4 Wochen. Das sieht nicht schlecht aus, der Kollege. So, Spiel gegen die Hertha steht an. Lass jetzt hämmerig mal wieder spielen.
Lungenwirts darf jetzt auch mal wieder ran. Seric bekommt Spielzeit von Anfang an, Namora auch. Gehen wir so rein, würde ich sagen. Jo. So, Spiel gegen die Hertha. Die haben sich ja auch ordentlich was gegönnt. Alter, Locatelli, Carrasco, Dolberg, Henderson im Tor. Ginter, sehr wild. Locatelli einfach haben die sich rausgelassen. Das ist krass. Das ist ziemlich krass. Aber es soll uns nicht beirren. Kommt, Männer. Ich habe immer Hoffnung in euch, immer noch. Es wird auch wahrscheinlich nicht weggehen. Deswegen beweist es mir nochmal. Auf geht's. Ja, sieht gut aus. Oberlin. Da ist Hahn. Ah, kommt nicht zum Schuss. Ah, schade. Sehr, sehr schade. Oh Gott, nicht auskontern lassen. Bloß nicht auskontern lassen. Ach, komm schon. Zapata, ey. Ohne Witz. So random immer. Ist fucked up. Aber wir geben natürlich nicht auf, Männer. Namora, Seric, Hahn, kommst du mal dran? Oberlin hat ihn. Ja. Naja, Mann, schieß doch einfach mal. Gibt's doch nicht. Komm schon. Namora. Ey, er verliert nur den Ball, das gibt's doch nicht, Mann. Jetzt kommen die wieder einmal vor, oder was? Ja, natürlich. Er ist lächerlich. Er ist lächerlich, so ein Dreck. So ein Dreck. Dieses Rumgeeier da immer vorm Tor, was soll denn das, Mann? Echt, ey, ohne Witz. Namora raus. So. Valakari. So. Sili warte ich mal noch. Ey, fucken die mich ab. Kann doch nicht sein. Immer dieses Rumgeeier da vorm Tor. Als würde Berlin so zumachen. Ich hab's schon da gespürt. Wo willst du denn hin? Wo willst du hin mit dem Ball? Ey. Die Eiern vorm Tor immer so rum. Ach, guckst du an. Es kotzt mich an, ey, ohne Witz. Valakari wollte unbedingt Spiele. Zeig doch jetzt auch mal was. Ja, Spiel.
Stark. Welchen seiner? Oh Mann, wo soll das hinführen? Wir bekommen immer so viele Gegentore, das gibt's nicht. Ja, pfeif ab. Komm, keinen Sinn. Das hat alles keinen Sinn. Ja. 3-1 verloren. Ganz stark. So, dann ist es passiert. Wir sind 17. Schalke hat wahrscheinlich das bessere Torverhältnis. Oh Mann, es tut sehr weh. Ambrosius hat seine Entwicklung abgeschlossen. Ist mittlerweile auch auf 76. Nächste wäre dann wohl mitspielender Verteidiger. Dass er auch ein bisschen bei den Pässen besser wird. Valakari bedankt sich. Mach weiter so. Hauptsache er ist unglücklich. Aufstellung fürs Spiel gegen Leverkusen. Jetzt Peters ist da, jawohl. Torben Rhein ist da. Balakari bekommt eine Pause. Können wir vielleicht Achara mal wieder spielen lassen. Und ich bringe Vural wieder rein ins Team. Dann passt es. Gehen wir so rein. So, rein geht's. Ansu Fati am Start. Ings, Brozovic, Luis Suarez. Ayo. Fusomensa, Dragovic, Sanchez. Leverkusen hat mal wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen, würde ich sagen. Schön, wenn so eine Pharmaindustrie hinten dran hockt. Ach ja. Auf geht's, Männer. Gegen den Kommerz. Kommt schon. Ich will was sehen. Ich will was sehen. Ja, Oberlin. Ah, dieses Rausdrehen immer, das stresst mich. Es stresst mich einfach. Nein, nein, nein. Bleibt bitte auf eurer Position. Immer dieses Rausgerücke. Oh Gott. Ja, den daneben schießen. Oh, setz dich doch mal durch. Mann. Ach nö. Leon Bailey. Ach Mann. Das ist zum Kotzen, ey. Ich verstehe nicht, warum, woran es liegt. Kutucu. Ecke. Komm, Schmied. Ja, wohin? Ey. Ach, es gibt noch mal Ecke. Schade. So ein unnötiger Ballverlust. Da hat sich jetzt 2-0, oder? Ist noch mal gut gegangen. Das ist nochmal gut gegangen. Hey Klimowitz, Mann. Das war, glaube ich, auch der schlechteste Transfer. Ja, gut. Gut, gut, gut. Wenn er sich nochmal zeigen wird, wäre ich zufrieden, aber er zeigt sich ja nicht. Kutucu, ja Mann. Ganz stark. Solche Dinge legt er dann auch nicht vor. Die legen halt andere vor, leider. 1-1 zur Pause. Wir sind
jetzt besser im Spiel. So langsam weiter geht's, kommt. Schmied und Hahn machen mal wieder ein überragendes Spiel. Aber das ist ja. Davon kann ich ja ausgehen, dass die gut spielen. Ja, gut, da Klimowitz, oh, da hat er seine Chance. Aber war wahrscheinlich auch ein bisschen zu steil gespielt der Ball. Wichtig. Hahn stark, wie er den Ball behauptet. Den könnte ich, glaube ich, auch einfach als Stürmer spielen lassen. Das würde nichts ausmachen. Ja. Oh, schade. Gehen wir noch rein in die Wechsel. Sili darf mal ran. Peters. Und Tom rein. Will ich auch mal wieder spielen lassen. Dreifachwechsel. 60. Kommt, Männer. Ah, Klatte wichtig. Dann so ein Drecksball nach von hinten raus. Oh. Dann spiel doch den Ball wenigstens zu Hahn, der sich im Kopfball durchsetzen kann im Duell. Ja, jetzt kriegen wir es zwei. Der ist stark, Junge. Nian zu. Ganz wichtiger Zweikampf. Peters, hast du eine Idee? Nein, hat er nicht. Also eine Idee hat er gehabt, aber kriegt sie nicht umgesetzt. Ach, guck's dir an. Ansu Fati, ist ja lächerlich, dass der bei Leverkusen spielt. Das ist einfach nur lächerlich. Mann, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Ja, Hahn, Junge, lupft er den Dinger rein. Ganz stark, Junge. Bitte nicht. Bitte nicht. Nieren zu wichtig. Immerhin. Immerhin. Ist es ein Unentschieden geworden. Wir hatten tatsächlich 5 Schüsse am Ende. Wow. Hahn mit einem wichtigen Tor. Kurz vorm Schlusspfiff. Wow. Und mit dem Unentschieden konnten wir uns hier wieder Platz 16 holen. Ganz stark. Kutucu ist ja Zweiter in der Top-Torjägerliste, hä? Holy shit. Jetzt steht auch gleich das nächste ganz wichtige Spiel gegen Hamburg an. Das gibt's dann in der nächsten Folge. Oh, der Hahn würde gerne über sein Gehalt sprechen. Ja. Das Thema werden wir uns bald vornehmen. Wir regeln das schon. Ja. Ja, das ist halt auch klar. Der hat eine 86. Und verdient, was verdient er? Ich glaube immer noch das Gehalt aus dem ersten Jahr. Das und das Spiel gegen Hamburg gibt es in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Fair bleiben. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.